Hallo, ich möchte euch ein Gedicht erzählen. Ich möchte das so jetzt mal in die Luft streuen. Es ist ein kreatives, künstlerisches Gedicht, ein bisschen mit Informationen gestreut. Ich habe verschiedene Titel für dieses Lied. Das eine heißt Cloverleaf, also Kleeblatt. Das andere heißt Aerosol-Injektion. Und das andere, wie ich es nenne, und das ist mein Lieblingstitel, ist Chemtrail-Trill und Harb euch lieb. Da die Wahrheit scheint, Chemtrail-Trill und Harb uns gern. Da die Wahrheit scheint ach so fern, doch fokussiert man seine Sicht, werden die Alibis undicht. Die strahlend blauen Himmel sind am Erblassen unter dem Schleier der Flugzeugverkehrmassen. Konsensstreifen stellen das kleinste Übel dar, denn Chemtrail-Gassen bleiben Stunden länger da. Gleicher Ort, nächster Tag, wird das Wetter furchtbar karg. Raster wurden gesetzt, das Netz wird nun benetzt. Wolken in abnormen Wellenlängen formen, im Sommer schneit Metall, Harbmaschinen richtet den Strahl. Aerosol-Injektion ist Aluminium, Strontium und Barium. Gitternetz am Horizont, am nächsten Tag Wolkenfront. Wetter extrem, en vogue, CO2 Sündenbock. Ein Spurenelement atme aus, trotzdem fremd. Menschen krank und schlaff, belastet mit Nanostuff. Immunsystem stark geschwächt, Pharmaindustrie ist das Recht. Die Sonne sagt Ade, uns fehlt Vitamin D. Diese Nanochemie verseucht Land, Mensch und Vieh. Chemtrail-Trill und hab euch lieb. Augen auf mit einem Hieb. Wellenmuster himmelwärts, Frequenz 1 bis 10 Megahertz. Manipulation der Ionosphäre, die Habmaschinen, Skalarwaffen, macht Erdbeben und Hurricanes. Die Air Force schickt Flut und Sturm und Hitze, Supermächte verstehen keine Witze. Denn der sich nicht unterwirft, der wird bekämpft und paralysiert. Empört euch, informiert euch, findet euch das Richtige für euren Körper. Zum Beispiel, jetzt bin ich schon weg, aber mit Silizium zum Beispiel kann man Aluminium abbauen. Auch vom Kopf her. Es gibt viele Möglichkeiten, um zu handeln. Und das ist nur eine Anregung von mir. Und ich will euch keine Angst machen. Es ist einfach eine künstlerische Interpretation. Und es ist jetzt raus in der Luft. Es war ja eh schon in der Luft. Wisst ihr, morphogenes Feld etc. Aber Dankeschön. Ciao.